Hallihallo und herzlich willkommen zu dem Auftaktmatch des ersten Wildcard-Turniers. In der einen Ecke haben wir Flak, den Schrecken, in der anderen Ecke haben wir Ogbur, den Sklaventreiber. Beide sind von Stufe 59. Der eine ist vom Maschinenstamm ein Zerstörer, der andere vom Schreckenstamm ein Meisterschütze. Der eine giftig, der andere ist nur episch. Beide wollen aber den Tod des jeweils anderen. Und damit sich einen Platz zu sichern und damit eine Chance auf den Thron des Goats von Mordor zu kommen. Dieses Turnier zu ermitteln des Goats von Mordor ist die größte Chance im Leben eines jeden Uruks, weil es wird nur an die Champions der Wildcards und an die Champions von Mordor ausgeteilt. Beziehungsweise bis jetzt sind es ja Azgang und Azadar. Wollen wir sehen, wer von beiden es diesmal schafft? Also von diesen beiden jetzt hier, nicht von Azadar. Die Azadar und Azgang können sich bisher noch ein bisschen ausruhen. Bereit für eine Lektion in Kriegskunst? Na los doch! Boah, mit einem Schuss hat er das Vieh direkt erledigt. Guter Anfang. Alter, hier überall. Alter, der geht ja voll ab. Der schießt mit einem Maschinengewehr. Einen Kalaschnikow hat er. Der andere verblutet gerade. Also auf jeden Fall der Gnaden... Der Schreckliche oder der Gnadenlose, ich weiß es gerade nicht. Hat auf jeden Fall gerade die Hosen an. Und er schießt mit tödlicher Präzision daneben. Aber... Er gibt richtig gut Gas. Seine ganzen Männer sind bisher alle tot. Beide schießen mit dicken Dingern durch die Gegend, mit langen, harten Geräten. Aber bis jetzt hat es der Kerl vom Schreckenstamm geschafft. Er ist eine Runde weiter, der liebe Flak. Oh, Flugabwehrkanone. Na schön. Gucken wir mal, wer als nächstes dran glauben muss. Da wären wir nun in der zweiten Runde des Viertelfinales zwischen Ahenok, dem Knaller, und Grom, dem Blutdurstigen. Maschinenstamm gegen Schlechterstamm, Brecher gegen Zerstörer. Beide sind entflammt, aber nur einer von beiden ist episch. Und wir kennen alle Ahenok. Oder in den letzten Folgen der Kampfgruben war Ahenok immer einer, der wirklich souverän seine Gegner besiegt hat. Wollen wir sehen, ob Grom, der Blutdurstige, seinen Stamm, den Schlechterstamm, der ja bisher eher weniger zu den Champions gezählt. Natürlich, sehr, sehr viele von ihnen waren Champions der Schlechter, aber keiner von ihnen hat es wirklich geschafft, zu einem Champion von Mordor zu werden. Wollen wir mal sehen, ob es jetzt einer von ihnen schafft, zum Wildcard-Champion zu kommen, zu werden. Und dazu legen wir einfach mal los, oder? Ja. Fühlst du dich schon genauso wie ich? Niemand kann mich besiegen. Niemand. Der Maschinenstamm ist für seine Zerstörer vor allem berühmt. Aber der Schlechterstamm aber ist auch dafür berühmt, dass sie eine besonders wirksame Attacke haben. Also von Ahenok habe ich bisher mehr erwartet, dass er eigentlich härter drauf geht. Bisher ist er auf jeden Fall hier das Opfer von Grom. Und das ist noch untertrieben fast, meiner Meinung nach. Ah, jetzt gibt er im Saurus. Ihn nicht wirklich. Also Grom gibt hier wirklich Gas gegen einen der der stärksten Orlocks, die ich trainiert habe jemals. Greift ihn erstmal am Kopf, hätte ihn eigentlich zermatschen müssen. Oh, und jetzt nutzt er seinen Flammenwerfer. Sieht geil aus, nur bringt bei Grom absolut nichts. Der ist auch feuerfest. Also auf jeden Fall, Ahenok muss auf jeden Fall Gas geben jetzt so langsam. Oh, er hat's. Das war wahrscheinlich sogar jetzt... Das kann das Todesurteil für Grom gewesen sein. Und das war es auch. Ahenok ist nun in der nächsten Runde. Aber das war eine knappe Runde. Das war eine knappe Kiste, Leute.
freuen wir uns einfach auf die nächste Runde. Dritten Runde der Wildcard-Matches. Satra, der Kränkliche, vom Banditenstamm, ein Gauner, gegen Will Lisak, den Spurensucher, ein Fährtensucher vom Wildenstamm. Beide sind, obwohl, nee, Satra ist episch, Will Lisak nicht, aber er ist ein Orlok. Er hat also schon ein bisschen mehr Kraft als Satra, aber ich denke trotzdem, dass das ein schönes Match werden kann. Auf jeden Fall, denn Satra hat auf jeden Fall einige Vorteile, die ihn tatsächlich zum idealen Grubenkämpfer machen. Gut. Er ist genauso hässlich wie Puck, also. Fangen wir jetzt an oder willst du nur plaudern? Och, können wir ein bisschen plaudern, können wir ein bisschen einen Kaffeepläuschen halten, ne? Also es gibt hier auf jeden Fall jetzt eine Schlacht hier. Die bringen sich hier alle gerade gegenseitig um. Wie erkennen die überhaupt wer. Ach so, ja stimmt, die haben ja unterschiedliche Hautfarben. Was für Rassisten eigentlich. Wenn ihr es schon mal gemerkt habt. Alter, der andere ist erzürnt. Ah, jetzt haben sie es alle gekillt. Wow, Olisak ist ganz schön im Bedrängnis hier. Und gegen einen Gauner zu verlieren, ist eigentlich sehr schmählich in den Kampfgruppen. Und hier der kleine Satra, ich will immer Puck sagen, aber sehr Satra, macht das hier schon relativ gut. Aber Olisa kann vielleicht sogar jetzt schon wieder zurückkommen. Und mal sehen, wer von beiden jetzt hier gewinnt. Und damit ist Ulisak ein Kopf kürzer. Dann sind wir jetzt wohl gleich in der nächsten Runde, Leute. Bleibt also dran. Alles Urhenok gegen Tucker den Kümmerlichen. Wollen wir einfach mal sehen, wer von beiden gewinnt, ohne großes Palaver drumherum. Siehst aus wie ein Angeber. Ich hasse Angeber. Mal sehen, ob du Herausforderung bist. Eine Herausforderung. Bitte den Artikel mit benutzen, auch wenn er unbestimmt ist, mein Lieber. Oh, Alter, das sind ja alles Wilde hier. Die gehen ja ab wie die Sau. Boah, Scheiße. Und gerade zwei weniger. Oh. Henok, oder ich weiß nicht, wie der heißt. Der kotzt gerade. Ei, und Tucker ist auch ein Kommandant. Also ist. Wird auf jeden Fall mal interessant zu sehen, ob tatsächlich schon wieder ein Kommandant in die ins Finale einzieht. Also die Kommandanten sind gut diesen Monat hier. Ei. Was zur Hölle? Ach du Scheiße. Und damit wurde Urhekok, nicht Urhekok, sondern Urheko, der Unerschrockene, getötet. Das hat ihn wohl, selbst der Tod hat ihn nicht erschrocken. Da wären wir nun in der ersten Runde des Halbfinales. Arhenok, der Knaller, vom Maschinenstamm, ein Zerstörer. Gegen Satra, den Kränklichen, vom Banditenstamm, ein Gauner. Wer von beiden wird es schaffen? Wird es Satra sein oder Arhenok? Beide haben sich aus misslichen Situationen befreien können, aber wollen wir sehen, ob das ihnen auch dieses Mal gelingt? Und vor allem, wer von beiden kann am Ende überzeugen? Zeit, dich zurecht zu stutzen. Zeig mal, was du kannst. Seine Lieblingswaffe. Oh, verpasst ihm gleich eine. Henok geht gut zuerst ran, kümmert sich um das Haustier von dem Kerl und verbrennt geradewegs seine gesamte. Und oh, doch nicht, hat er doch nicht verbrannt. War wohl zu nah dran. Alter, aber die halten aber auch was aus hier, die Jungs von Satra. Aber Satra muss jetzt langsam sich was einfallen lassen. Henok ist ein ganz anderes Kaliber als so manche andere Uruks. Und er lacht sich ganz schön einen ab. Und macht das, was Orloks gerne tun. Uruks durch die Gegend schmeißen. Und damit schmeißt er den nächsten durch die Gegend.
das erzürnt Satra. Ich glaube nämlich, dass er ein ergebener Herr ist. Als Rasse der komplett aus oder ein Macht oder ein rachsüchtiger Herr. Das kann natürlich auch sein. Oder der Unterschied ist, weiß ich jetzt ehrlich gesagt gerade nicht. Boah. Damit ist jetzt auch Satra tot. Und schon wieder steht ein Orlok im Finale. Alter! Das Halbfinale steht an. Tucker, der Kümmerliche, wappnet sich gegen Flak, den Schrecken. Vom Schreckensstamm und der Dunkelstamm gegen den Schreckensstamm treffen nun aufeinander. In der einen Ecke haben wir die absoluten Sadisten. In der anderen Ecke haben wir ein paar meuchelmordende Drecksäcke. Wollen wir sehen, wer von beiden gewinnt? Beides sind Fernkämpfer. Daher müsste das ja schon in einer Art Shutdown enden. Liefere einen anständigen Kampf. Ich habe genug von Maden, die zu schnell sterben. Was mir bei Tucker auffällt, Tucker hat auf jeden Fall die wahrscheinlich stärkeren Krieger. Ah, aber die jucken sich gar nicht füreinander. Jetzt sind sie... Alter! Ja, Flak antwortet jetzt erstmal mit einer dicken, fetten Bombe. Es sei denn, das war von Tucker die gelegt worden. Boah. Genau, kämpft für mich, blutet für mich. Also bisher sehr, sehr schön ausgeglichen. Flak interessiert aber sich überhaupt nicht für den Gefolgsmann von Tuka. Und versetzt ihm lieber ein paar Pfeile. Boah. Ich glaube sogar, dass Tuka sogar die epische Eigenschaft von Ock, dem Bogen von Morgoth, hat, dass er nämlich aus sehr, sehr weiter Entfernung immer trifft. Also, ja, das hat man hier gerade gesehen. Der hat den armen Kerl hier in Schweizer Käse verwandelt. Damit ist nun Flak der Schrecken. Wieder ein Schreckensstammkerl im Halbfinale. Mal sehen, ob er sich gegen... Wie hieß er noch gleich, der Orlok, der hier Gas gegeben hat, Ahenok, der Knaller, durchsetzen kann. Des Wildcard-Turniers. Ahenok, der Knaller, gegen Flak, den Schrecken. Ein Orlok gegen einen Armbrustschützen. Im Normalfall setzt man eigentlich dabei auf den Armbrustschützen, aber mal sehen, wie sich Ahenok aus diesem Gewirr befreien kann. Denn er schmeißt ja grundsätzlich gerne Bomben. Wollen wir mal sehen, wer hier die Bombenstimmung davonträgt, ob es Ahenok oder Flak ist. Und zum ersten Champion der Wildcards wird. Mehr Kämpfer! Ich töte alle! Alter! Ja, Ahenok fängt schon mal gut an, die Männer von Flak auszuschalten. Aber er hat hier richtig Schwierigkeiten, denn er hat ziemlich viel einstecken müssen jetzt schon gegen Flak. Zu Anfang des Matches, aber Flak ist anfällig gegenüber Feuer. Keine besonders große Schwäche, aber gegen Ahenok essentiell tödlich. Ob es hierbei jetzt zu einem dritten Orlok als Champion wird oder ob tatsächlich das erste Mal ein normaler Uruk gewinnt, jetzt hängt schon wieder die Kamera, ich glaube es nicht. Das werden wir gleich erfahren. Jetzt funktioniert sie wieder. Okay, Flak, du musst jetzt mal hier Gas geben, wenn du gegen den Kerl hier gewinnen willst. Dein Kumpel, der gibt schon Gas. Boah. Und natürlich die gefürchteten Bomben von Ahenok, dem Knaller. Und er hat sich selbst in Brand gesetzt, aber das tut ihm meistens eigentlich nicht weh. Aber Flak antwortet noch einmal. Aber er ist verbrannt. Durch den derbesten Flammenwerfer des mächtigen Ahenok. Damit ist Ahenok der dritte Champion für das Turnier der
Champions oder beziehungsweise das Turnier des Goats von Mordor. Wollen wir sehen, ob er es schafft und weiter.